Sie ihm geholfen? Natürlich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ricky hat Scheiße gebaut. Scheiße gebaut? Bowman. Oh, Bowman. Warum wir hier sind, die ganze Operation, all das ist eine einzige Scheißlüge. Glauben Sie, ich raste gerade voll aus. Er war bei dir auch? Mehr enttäuscht als alle anderen. Ja. Und was wollen Sie jetzt unternehmen? Swenio ist immer noch da. Das ändert gar nichts. Er gehört für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Was? Er verdient eine Kugel und Hunde sollen ihn durch die Straße zerren. Gefängnis. Pah. Ich weiß nicht. Das ist gerade voll aggro, ja? Ich weiß es nicht. Zeit. Ich muss nachdenken. Ja, ja, genau. Oh, mein Ende. Verdrückte sich. Ich habe da so ein Gefühl, dass diese Bowman damit zwischensteckt und hinterher müssen wir beide töten. Ich vermute auch, ja. Dann haben wir Svenio und dann auf einmal kommt Bowman aus seinem Rücken so daneben, weißt du? Genau, genau. Und dann müssen wir auch noch mit wegnageln. Dann sitzt sie daneben oder was? Keine Ahnung. Ja, genau. Achso, ich nehm's Motorrad hier. Ja, ich habe gerade überlegt zu laufen, aber. Ist mir zu hügelig. Boah, das scheiße dunkel, ey. Ja. So, okay. Dann komme ich mit dem Auto nach. Und auf geht's. Bin ja auch alleine. Oh. Verfickte Scheiße. Okay. Ach, da oben auch. Oh. Nee. So, komm. Berg hoch. Oh, jetzt. Hat er schon Motocross und verkackt das hier voll. Oh mein Gott. Steine ohne Ende. Was war's so? So, dann komme ich wahrscheinlich von der anderen Ecke. Aber wo ist das denn hier? Waren wir hier schon mal? Wir sind auf dem Friedhof, what the fuck? Ach was. Aber du kommst da ziemlich nah ran, ist da keiner davor? Hier ist keiner, ne? Okay. Ja, hier sind erreichen zwei Sie Bikes. Den Treffpunkt. Aber ich warte auf dich, weil ich möchte es ja, ne? Wir sind ja humane Leute hier. So Leute, es so. Renew. Schauen wir mal. Irgendwas stimmt nicht. Bewegung. Identifizieren, machen wir mal. Jetzt ist das Bowman oder so, ne, das ist ein Mann. Shit, hier ist eine Leiche. Es ist Amaru. Der Rebellenführer Amaru. Wir haben den Kerl vom Kartell befreit. Ich versuch's bei Park, komm aber nicht durch. Glaubst du, Park und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und er musste fliehen? Sieht nicht so aus, als wäre hier groß gekämpft worden. Ich frag mal Bowman, wo die abgelegt. Oh. Bowman, wir haben ein Problem. Wir hier sind Bikes. Mit Pack und einem seiner Jungs treffen. Mit Pack? Wo sind sie? Hören Sie zu, Pack war nicht da, dafür Amaru. Tot. Haben Sie von Pack Katari gehört? Pack Katari ist hier bei mir in Pokhara. Bowman. Ups. Bowman, weg ist er. Alter, was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung, aber wir müssen zu Bowman, schnell. Ich hätte nie gedacht, ich sage so, das komm her. Jemand bin von der CIA. Aber wenn ihr was passiert, dann so? Ja, krieg ich das ganze verdammte. Oh, warte, ich komm zu dir. Da mach ich mit, Mann. Wir müssen wenn ihr was passiert, fuck ihr das ganze verdammte Land ab, ihr sagt, ey. Aber wenn ihr was passiert ist, fuck ich das ganze verdammte Land ab. Ja, es kommt bei mir gerade jetzt erst. Bowman sagte, Pack sei bei ihr, dann war sie plötzlich weg. Vielleicht ein Problem mit dem Telefon. Ja, wo hält sich denn die Bowman ab? Weaver, auf. Kannst du Bowmans letzten Standort ermitteln? Mach ich. Kontrollieren das gerade. Erreichen Sie Bowman. Ja, aber wie denn? Jetzt sehen wir's. Auf geht's. Ach, war ja fast bei uns um die Ecke. Habe ich das Ding gerade weggemacht? Erreichen Sie Bowman. Ne, ich hab's noch. Jetzt hab ich's auch. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ne? Jetzt hat der wahrscheinlich Bowman. Und ich weiß es nicht. Oh, ich bin echt gespannt. Dann wird jetzt getötet. Aber mich nervt, dass es dunkel ist. Ja, es nervt mich leider auch. Ah, hier, dann nehmen wir natürlich den Heli-Landeplatz. Ja. Ja, ich hätte es auch gerne am Tag, aber... Naja. So, Actionzeit, weißt du, 2015. Svenio. Ja, ehrlich. Muss ja dunkel sein. Oh, und ich... so, schön über die Stacheligen. So, Bowman, wo bist du? Ich warte auf dich. Hä? Ach, ein Video, okay. Video. Ah, alles klar. Auf geht's. Bowman. Pack Katari. Sie meinten. Er hat uns verarscht. Wir waren nur eine Ablenkung. Nur Ablenkung? Für Svenio. Die Rebellen wissen, wo er ist. Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad?
Sie wissen, was das heißt, oder? Ab jetzt sind Pakatari und die Rebellen unsere Feinde. Oh, ach du Scheiße, Alter. Das heißt, die sind jetzt alle gegen uns. Sogar die, die vorher mit uns gekämpft hatten. Ja, die wir auf unsere Seite gezogen haben. Ach du Scheiße. Alter. Und die haben wir alle aufgerüstet, weißt du? Ach, die kommen schon. Ach, was? Oh, ey, auf, Mann. Alter. Oh, 3,9 Kilometer. Wo ist der Helikopter? Wo ist der Helikopter? Ja, Mann. Hallo. Wo ist er? Hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Alter, dann lass uns verpissen, ey. Schnell mal, ey. Wir können, jetzt können wir nicht mal mit Verstärkung anfordern, oder was? Warte, komm mal rein. Ich starte schon, ich starte schon. Komm, Junge, komm. Nein! Komm. Wo bist du, Ich... Warte, ich komme nicht rüber, Alter! Fuck, wo bist du? Ich bin hier in der Luft! Warte! Egal, ich hau ab! Nein! Die hat den Heli hochgejagt, wo ich drin bin! Scheiße, Mann! Hilfe! Alter, was geht hier? Ich bin down! Ja. Oh. Ich tschüss, ich hau ab! Alter, was jetzt alles kommt, ey? Leute, zwei Helis. What sein. The fuck? Und das Auto dreht sich. Alter. Nein. Alter. Ich habe auch gesehen, das Ding ist mit Zeit, ne? Wir haben nur 9 Minuten Zeit oder so. Ja. Um das Ding zu erreichen. Oh, ja, schade, dass du da nicht drüber gekommen bist. Sonst hätte ich diesen scheiß Weg gefunden zum Helikopter. Wären wir weg gewesen. Wären wir weg gewesen, ja. Ah. Aber heftig jetzt alle gegen uns. Oh, ja. Ganz Bolivien gegen 3 Leute. Ehrlich. Oh. Ohne Rebellenunterstützung, ohne Mörder, ohne Ablenkung, nix haben wir. Nix. Können wir uns eigentlich einen Heli chartern, sozusagen? Oder geht das auch nicht mehr? Ach, boah, jetzt ist schon Krieg. Okay, alles klar, ab ins Auto. Nee, ist noch nicht. Erreichen Sie Bowman. Okay, ich hau schon. Du läufst doch da schon. Achso, stimmt. Alles klar, dann nochmal das Video von vorne. Und dann nehme ich gleich das Auto, was hier vorne steht. Ja, ich spule das weg hier. Zack. Vorspulen. Ja, Kreis gedrückt halten. Okay, ja, das schneide ich raus hier so. Aber ist da kein Heli? Ist da kein Heli? Nee, weil der war ja vorher durch uns da. Das war echt praktisch. Lass uns das in den Kopf. Folgt mir. Ja, warte, lädt noch. Ich gehe aufs Geschütz. Oh, Alter, was? Ja, warte, ich komme. Ah! Jetzt bin ich das Auto nicht. So, ich bin da. Ich komme. Los! Fahrer, los! Was, wir haben 9 Minuten. Wie weit müssen wir fahren? 3 Kilometer, alles klar. Keine Ahnung. Das kriegen wir hin. Oh, sagt der, und jetzt kommen sie alle. Ich fahr auch gerade falsch Richtung. Mann! Ah! So, auf geht's. Boah, das ist hier voll, Alter. Nein! Nein, Gott. Was steckst du aus? Bist du bescheuert? Oh, los! Nein! Ey, fahr! Ja, ich fahr jetzt auch. Keine Ahnung. Warum steckst du denn aus, ey? Ich dachte, du bist kleben geblieben. Ich werd da verschossen, ey. Nehmen jetzt hier die Fetten ab. Drauf. So, ich bin an der Straße unten. Fahr doch runter da! Jetzt. Oh, jetzt komm hier nicht. Alter, mach keinen Scheiß! Jetzt. Alter, auf geht's. Unfassbar, ey. So, jetzt habe ich gerade mal. Oh, da kommen schon die ersten Leute entgegen. Ja, na klar! So einen Damm hätte ich hier nicht vermutet. Halt noch durch, 10 Sekunden, dann kann ich spawnen. Alter. Ja, die haben mir anscheinend so eine Kette hingelegt, weil ich habe jetzt platte Reifen. Nein, ich war. Alter, ah, nein. Fuck. 5, Alter, 4, die, 4, die machen 3, voll die. Die machen 2. voll die. Ja, scheiße. Die machen voll die Straßensperren hier. Was ist das denn? Okay, ich hab gespawnt. Halt durch. Alter, ja, ist gut. Ich bin ja safe im Auto. Okay. Wenn ich nicht noch mehr Sperren kriege. So, ich hab Nachtsicht vergessen. Sorry, Leute. Ist das zu fassen? So, 7 Minuten. Das müsste ich hinkriegen. Ja. 2,4 Kilometer habe ich noch. Und die nächsten Straßenblockade. Nein. So, und raus vorbei. Sehr gut. Nein. Vor. Scheiße, jetzt ist mein Auto weg. Fuck. Oder?
Obwohl ich gespawnt bin, bitte. Ah, Scheiße. Das ist euer Ernst. Mein Auto ist weg. Nee, es geht auch kein Fahrzeugabwurf mehr. Scheiße. Alles klar, wie mache ich das jetzt? Nein, scheiße. Oh, lass mich in Ruhe, Mann. Oh nee, Alter. Und jetzt kommt ein Heli. Alles leider um sind Autos. Ich muss einmal nur dieses ein verkacktes Auto da kriegen, ja? Schon. Hi. Kommt da. Da stehen Autos, da stehen Autos, jawohl. Nein, gibt. Oh, hier ist auch eine Straßensperre. Warte, hier ist auch. Warte, hier muss irgendwo ein Auto sein. Ich brauch das Auto. Hinter die Gleis, da. Ey, Kretsche, ich komme nicht weg, Alter. Ohne Spaß. Okay. Ey, was? Das war so ein Scheiß-Spawn. Bist du down oder Helikopter. Was? Helikopter. Helikopter von vorne, von der Seite, vom oh Turm. Da kommt Unidad noch dazu. Ich fahre jetzt hier die Gleise lang. Ich hoffe, die bringen mich auch zu dem hin. Oh. Ich kann nicht mehr auf den Gleisen gerade fahren, ne? Ach, das Mausoleum. Geil. Das war damals, wo wir gesagt haben, hier ist bestimmt Suenio. Da ist er auch. Der, wo diese Baustelle war, da? Diese. Ja, genau. Wo du da mit dem Bagger gefahren bist und so. Genau. Das war 5 Minuten, da könnte ich jetzt da schon fast hochlaufen. Ich fahre auf jeden Fall hoch. Scheiß drauf. Ja, ich bereue es gerade voll, dass ich die Leute aufgelevelt habe, ne? Diese Schweine. Ja gut, die haben uns ja voll gut und geholfen, ja, aber... Siehst du ja, was da rauskommen ist. Alles Feinde. Jetzt sind sie ja Verräter geworden. Das muss ich Schweine. Bakatari. Ja, Saftsäcke, ihr. Nein, ey, nicht jetzt auch noch Unidad, ne? Hatte ich gerade auch. So, ich bin... Ja, super. So, wo sind die Schweine? Was denn? Wo denn? Alter, da oben! Ich bin nach Hause, Mama! Das ist voll heftig hier, Alter! Was? 2 Unitats! Was ist hier los? Alter, nein! Ich bin down! Oh. Alter, du bist direkt hinter mir. Wie geil ist das denn? Also, du brauchst gar nicht überlegen, mich zu retten. Achso, stimmt, die Drohne. Aber hier... Perfekt, geil. Danke. So, rechte Seite ist einer. Steh doch auf, Alter, steh auf. Alter. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich bin wieder da. Ey, Mann! Weil ich ja auch mitten in so einem Graben stecke, ne? Okay, ich muss noch ein bisschen warten mit meiner Drohne. Ja. Oh, fuck! Boah. Ja, shit. Okay. Ach, was, das ging zu schnell. Das ey, ist... nein. Die sind auf einmal überall, ne? Das ist doch eine unmögliche Mission, bitte, ne? Bevor du zu Boom hinläufst, ich versuche mal noch, ob wir da noch einen Heli organisieren können. Mhm. Dass wir da eine haben, weil das... Also ohne ist das echt heavy, ne? Scheiß, ja. Ganzen Straßenblockaden und so. Das, ich habe ja mit vielen gerechnet, ne? Aber dass dann alle gegen uns auf einmal sind... Okay, kann man machen. Kann man machen. Wir kommen auch von allen Seiten. Ja. Von überall kommen sie. Ehrlich. So, oh, diese Ladezeiten heute, die gehen mir mal ganz schön. Die sind echt, weiß ich nicht. 80, 89, 86, 91, 96. Das war der Endboss, El Sueño. Er hat sich zwischendurch mal angemeldet. Genau. 100%. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ach, direkt davor, das ist doch noch besser. Achso, nee, das ist ja wieder Bowman. Nee, jawohl, der Hubschrauber geht noch. Bitte hier, bitte hier, bitte hier.
Warum denn jetzt ein gepanzerter SUV? Oh, alles klar, wir warten noch einen Moment. Ich bin doch auf Hubschrauber gegangen, oder nicht? Ich leg da unten meine Mine. Aber ist voll geil, wie sie hier schon alle stehen, ne? Naja. Und nur darauf warten, dass wir rauskommen. Aber wenn ich die jetzt töte, wäre doch eigentlich vollkommen egal, oder? Zumindest die drei hier. Naja, du darfst da keinen töten, weil dann irgendwann gehst du drauf. Achso, okay. Aber ich leg hier ein paar Minen. Ja, echt. Ich leg mal C4. Ja, und ihr Schweine, ihr scheiß Verräter. Ich leg bei denen auch allen schon mal hier eine Mine hin. Sobald die sich bewegen, macht's BOOM! Aber zumal, wenn die jetzt schon wissen, also... Die müssten doch eigentlich schon wissen, dass die aufgeflogen sind oder nicht. Das heißt, sie würden ja dann jetzt eigentlich schon schießen müssen. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Jetzt ist der Hubschrauber. So, warte, ich hol noch fix den Heli da auf den Punkt? Oder direkt vom Ausgang ich hol am besten? Ich hol den, ich bin da. Okay. Dann kannst du den ja hier in die Mitte so landen. Das müsste ganz gut passen. Ich fahr den mal weg. Los geht's. Boah, komm, 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 ey. Landen, landen, landen. Ja, passt. Sehr gut. So, alles klar, Versuch Nummer 3. Wir haben Munition. Bowman. So, überspringen. Können wir. So, und jetzt ab zum Heli. Ab zum Heli, ab zum Heli. Oh, wo ist er, wo ist er, wo ist er, Mann, wo ist er? Hinter uns, hier, hinter, hier. Alter, diese Organisation, ne? Ja, ich komme. Du fliegst, ich schieße. Nein, ich versau sie, ich sehe schon, ich versau. Warte, jetzt hier. Wo willst du denn hin? Alter, Kretschige, Gast, hinter uns, die sind die schon. Ich komm. In die Stadt, mal los. Ah! Ey. Boah, sauber. Pass auf, hinter uns direkt einer. Was? Helikopter? Boah, ja, der schießt sogar. Alter, guck aber mal, ich kann ihn nicht treffen. Wie das zweite hinter uns. Wie das unten aufploppt, ne? Ja. Boah, Alter, was für ein Wetter, ey. Der schießt sogar Raketen, ey. Ja, hab ich gesehen. Aber schießen kann er nicht. Der ist in der Luft gefahren. Ah, hier rechts. Boah, war ich aus. Oh. Okay, ne, alles gut. Bist du noch Kilometer weit entfernt. Alter, ja, der Heli, die beste Investition, die es gibt in dieser Mission, glaube ich. Ehrlich. Bist du ein schnell, Auto ist ja echt schwer. Bist du schnell da? Ja. Ich hoffe, dass wir den Checkpoint erreichen, wenn wir da sind. Ja, ich auch. Aber der ist bestimmt drin. Kann man hier, man konnte hier, glaube ich, auf dem Dach landen. Ja, kann sein. Dann würde ich das auf jeden Fall auch tun, weil... Auf dem Dach ist zumindest schon mal das... Oder sind das Eingänge da? Ich weiß es nicht. Naja, aber wenn du jetzt landest auf dem Dach, wie kommst du denn da runter dann? Du weißt, beim letzten Mal, als wir hier waren, wollten wir runterspringen, genau, der Parken hat nicht geöffnet. Ja doch, bei dir schon. Ja, wir können erstmal hier landen und die Lage checken von oben. Ah, hier steht direkt einer. Oh, pass auf. Einen habe ich... Ach, Aufklärung geht ja nicht mehr, alles klar. Nee. Warte, dann, aber die Drohne funktioniert ja noch. Wer sieht mich denn? So, ich leg rein, ne? Ja, gut, vorhin waren wir bei Minute 4 oder 5 hier. Wir müssen ja eigentlich nur in dieses Dings da rein. Ah, doch, wir kommen aber rein, weil hier hinten ist eine Tür. Die ist zu. Bei dir. Okay. Warte mal. Die haben sogar Alarmschweine. Ja. Alter, alle Türen sind zu, Mann. Komm ich hier reingeflogen mit der Drohne? Nee, ne? 5 Tangos. Nee, aber von irgendwo kam ich mit der Drohne rein. Von oben, glaube ich, durch die Kuppel, ne? Hier oben. Wo kommen die alle her jetzt? Ah, hier. Wir haben Alarm am Start. Das ist nochmal Alarm. Och, Heiliger. Hier. Hä? Man kam doch mit der Drohne rein, oder nicht? Ja, aber weiter oben. Ah, ach, sonst fliege ich hier über den Haupt. Aber jetzt wohl nicht mehr, ne? Ah, wir müssen richtig das Tor erreichen unten, alles klar. Dann sollten wir mal
Ach, das ist ein Vogel. Ich dachte schon, wer kommt denn jetzt? Die stehen alle vorm Tor, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Leute stehen davor. Ja, komm, dann müssen wir anfangen, die Platz zu machen hier. Ach, heiliger Eck. Nein, ich Idiot. Moment, ich leg ne Mine. Ja, eine Mine? Ja, ich hab. Ich verdrückt leider. Ziel eliminiert. So. Das waren jetzt ein paar, die ich sehen konnte auf Anhieb, aber. Der scheiß Alarm da hinten. Ah, was hinter uns? Von wo? Nee. Ich sehe keinen. Ach, hier von der Seite. Okay, der hat sich aber versteckt. Der will nicht rauskommen nach vorne. Also bitte, die kommen alle angerannt, ne? Pass mal auf. Ich würde sagen, zur Not, ich springe einfach runter. Du tust mich mit der Drohne wiederbeleben. Dann wäre ich ja schon mal vor der Tür, weißt du? Du kannst ja deinen Granatwerfer schon mal aus, wenn du unten bist, und falls du überlebst, direkt einmal einen Schuss draufhalten. Okay, aber du da ein paar Leute minimieren könntest. Alles klar, dann würde ich sagen. So. Alter, wer war das denn? Ein Sniper, irgendwo muss ein Sniper sein. Nee. Aber ich würde hier oben runterspringen, vom höchsten Punkt, ne? Den einen. Doch, von wo? Warte mal, den will ich gleich noch erledigt haben hier. Oder vom Kran. Kann das sein, dass hier irgendwo auf dem Kran einer ist noch? Nee, mein Nachtsicht sagt nichts. Ja, mein Wärmebild. Da hat sich einer versteckt da hinten, aber den treffe ich jetzt nicht, weil der sich versteckt. So, spring runter jetzt da. Alles klar. Oh, Geronimo! Alles klar. Ah, direkt vor mir einer. Okay. Du hast ja jetzt erstmal bist geschützt für 30 Sekunden oder was? Also Granate waren drauf. Alles klar, das Ding ist schon mal offen. Egal, oh, ich wurde voll durchgeballert. Hat sich bei dir was getan irgendwie? Oh fuck. Ja, der eine hat sich jetzt gelöst. Okay, Video gerade bei mir. Habing. Video, bist du drinne? Ja. Nur habe ich zur Zeit schon. Na toll. Wo ist der? Ich will den. Hier ist der Typ. Ach, und Bowman ist da. Natürlich. Alter. Adios, Señor Katari. Boah. Von Katari den Kopf hält in der Hand. Sie haben 5 Sekunden auf die Knie zu gehen und. Oh, ich will das auch sehen. Komm runter da, du Arsch. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman? Oh, 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 oh. Hallo? Sir? Ja, das verstehe ich nicht. Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen. Bitte, ich bitte Sie darum, dass. Sir. Ja, ich verstehe. Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Was ist los? Bowman! Er hat die Immunität! Er hat einen Deal und er... Ein Deal mit fuck. Wem? Mit dem Justizministerium! Moment, heißt das er etwa... Er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Wie zum Teufel ist das möglich? Wie ich durchsagte... Video vorbei. Hast du auch alles andere? Nee. Es wird gleich heftig werden. Ich kann nicht sehen, es nervt mich voll. Ich verpasse die ganze Geschichte, das ganze Spiel, was ich jetzt. Es fuckt mich richtig ab. Und heute sind sie nur noch mein Chauffeur. Das, wofür ich hier spiele, sehe ich nicht. So behindert.
Nein! Ach was. Bummel schießt ihn in den Rücken. Können wir jetzt bitte neu starten? Das nervt mich, dass ich nicht sehe. Ehrlich, ich spiele dieses Spiel 109 Folgen lang. 110, 111. Und ich sehe das Ende nicht? So wie es aussieht, nicht. Aber. Ey, das mach ich nie mit, ohne Scheiß. Der Traum ist tot. Jetzt geh da rauf, Junge! Wenn sie dich sehen, heißt das, ey, ich habe El Sueño exekutiert. Ich krieg ja so einen Kollaps, ja? Ich bin sicher, nicht die Leute denken, ich sei durchgedreht. Ich hätte impulsiv gehabt. Scheiße, sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert, getötet, meinen Partner enthauptet, Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo, er wird zum Diktator. Ein Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber ein Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als Leute. Diktator. Mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze. Und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert. Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur. Und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Mann, ey! Sie haben recht. Ich habe das selber getan. Unfassbar. Ich hoffe nur, sie bleiben in Bolivien. Ohne Pacatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Minikartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos del Sueño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Coca um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan? Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall. Oh Gott, dafür ist der Beifall. Oh, Bummel Ende. Und das sieht alles nach. Ach, bittere Minuten für die Watze. Ja, aber ich fand, das ist wirklich ja, das Spiel ist zu Ende. Alles klar. Ja, Leute, das war Ghost Recon Wildlands. Nein. Und der Mann hat das. Das ist unfassbar. Während bei mir der Abspann läuft, bist du wahrscheinlich immer noch voll im Kampf bei der letzten Mission, oder? Kannst mich mal, ehrlich. Das ist unfassbar. Gell? Bei mir läuft die ganze Story zu Ende und der Mann sieht nichts. Nicht einen Funken. Mensch! Ubisoft, was ist da los? Das geht doch nicht. Das muss doch jeder sehen. Ja, das ist scheiße, wie du schon sagst. Du zockst das Ding, weiß nicht, wie lange wir jetzt daran schon spielen, und du siehst das Ende nicht. Ah, das geht natürlich gar nicht, ne? Ich möchte dazu nichts sagen. Ich muss mich jetzt hier alleine durchkämpfen zwischen 1 Million Leuten. Oh, fuck, ey. Ist ja einfach, kann man immer machen, ne? So, ich kann das Ganze natürlich hier überspringen und das werde ich jetzt immer machen. Ich glaube, die ganzen Special Thanks hier und die ganzen Mitwirkenden. Man kann sogar beschleunigen. Ja, dann komm, wir beschleunigen das. Die Animations, danke an Gils Montale, an Jan Massen, an Diana De Costa und Boris Backech und wie sie alle heißen. Ja. Viele, viele Minuten hat uns dieses Spiel gekostet. In der 111. Folge, ja. Haben wir es endlich soweit hingerichtet. Nee, nicht wir. Ach, stimmt. Ja, sorry. Hab ich es endlich hingerichtet, das Spiel durchzumachen.
Wisst ihr, Leute, was ich voll traurig finde? Der Kretsche feiert das voll. So, und das weiß ich nicht. Das ist schade. Das ist schade. Kretsche feiert, dass ich das Ende nicht gesehen habe. Nein, das feiere ich überhaupt nicht, aber ich bin total banal. Das ist schon lustig, ne? Nein! Das ist schon lustig. Ja, ist okay. Ich kämpfe mich jetzt hier durch. Ich bin noch 260 Meter davon entfernt. Und sobald ich das auch geschafft habe, dann ziehe ich mir das Video auch schön vor Länge rein. Popcorn hole ich mir gleich noch. Ja, extra noch postiert hier. Popcorn, Cola, Chips. Warum ist denn da oben jetzt einer? Ja, also mittlerweile für euch, es ist schon wieder hell geworden, ne? Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, wir sind ja noch mit dem Abspann und es freut uns, dass du die Mission aufrechterhältst und die ganzen Leute alleine abschlachtest, während wir Serenio bereits getötet haben und wissen, was mit Bowman passiert und ja, wie sich das Kartell neu aufbaut. Wunderbar. Wir sind um so viele Fragen, so viele Antworten weiter als du. Das ist so bitter. Das ist. Lauf bei drei, wenn ich getötet werde, ne? Das ist nicht dein Ernst! Ich stehe vor dieser scheiß Tür! Vor dieser verkackten Tür! Ich habe Viereck schon gedrückt gehabt. Und noch eine einzige fucking Hundezel hätte mich. Hatte ich vor dem Ende. Ey, das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Alter. Es ist so bitter. Ja, es tut mir leid, keine Ahnung, aber ich werde das jetzt so lange machen, bis ich da dieses scheiß Endvideo sehe. Ist mir völlig egal. Ich werde nichts anderes zocken, auch wenn es eine Woche dauert. Warte, du kannst doch einfach diese Folge nochmal angucken. Das kannst du, ey, Alter. Vor allem, das ist so geil, weißt du, ich sag, okay, ich mach Selbstmord und dann mache ich die Tür auf, weil ich dachte, dann kommt der Checkpoint, weißt du? Ich mach die Tür auf und das war's. Spiel vorbei. Nein, das war... Ich weiß auch gar nicht, warum du reinläufst. Ich dachte, du gehst runter und machst dir alle platt. Nein, ja, ich... Damit ich auch runterlaufen kann, weil ich wäre dann auch runtergegangen, dann hättest du mich ja auch wieder beleben. Habe ich doch gerade gesagt, ich dachte, wenn man an dieser Tür ist, dachte ich, kommt der Checkpoint. Deswegen war ich an dieser Tür, hab die Tür geöffnet und dann begann jetzt sofort das Video. Du sollst diese scheiß Tür nicht öffnen. Du sollst. Ich hätte das doch nie im Leben überlebt da. Was wir auf dem Ich Schattest? Springe runter. Dann heißt du mich wieder. Und dann gehen wir zusammen durch dieses Tor und dieses Video. Wunderbar. Und außerdem, woher soll ich denn wissen, dass du dieses verkackte Video nicht auch siehst? Na, weil ich nicht drinne bin in diesem geilen Schloss hier. Ja. Wieder durchlaufen. Ist doch scheiße, ehrlich. Das ist wie wenn man in einem Käfig ist und Krieg herrscht und der eine kommt raus und fliegt weg und der andere bleibt da stehen. Und alle rennen so auf den Typen ein und. Ja, und der Ischkin geht doch da. Ja, das ist bitter. Das Witzigste wäre jetzt noch, wenn ich voll die EPs absahne und so. Und du gar nichts. Na, bei mir läuft die Mission ja noch. Ja, und das verstehe ich halt nicht. Die ist eigentlich durch. Aber okay. Ja. Wie gesagt, Leute, das Spiel ist seit einem Jahr draußen und das ist anscheinend Ubisoft noch nicht bekannt, dass diese letzte Szene anscheinend die Mitspieler nicht mitgenommen werden. Das ist schon traurig. Das ist schon bitter. So, DDR Story Digital, der Abspann befindet sich Richtung Ende. War ja noch nie so. Ich meine, wenn du die Mission abschließt, irgendeine Mission, und du gehst in die Hütte rein, um irgendwas zu klären, dann kann ich das Video auch nicht sehen. Dann muss ich auch erst reingehen. Danach. Ja. Gut. So, oh, ich bin wieder im Spiel. Jawohl. Nee, hau warte, ab. Ich bin da. Getötet, den Anführer. Eine Silencio gab's. Das Ende. Eine Trophäe gab's auch noch. Wo bist du denn überhaupt hier? Immer noch da, wo du aufgehört hast. Ich bin hier an der Tür. Du kannst hier einfach in die Tür reinlaufen. Nein. Doch.
Mach das doch. Ja, ich muss da erstmal hinkommen, Alter. Ich laufe 100 Kilometer, um da hinzukommen. Und auf der linken Seite stehen genug Leute. Alle Story-Einsätze abgeschlossen und ein alternatives Ende freigeschaltet. Greifen Sie auf Elsoenius Einsätze über die Kartellübersicht zu und wiederholen Sie das, den Einsatz Elsoenius. Sehr gerne. Oh, ich darf in den Genussraum. Ich drehe durch. Jawohl, so, jetzt Matze! Das Video. Oh, wir gönnen es dem Matze so. Wir gönnen es dem Matze so. Ah, also ich lehne mich zurück. So, und wenn wir auf die Reaktion von Matze warten. Und stell dir vor, jetzt kommt kein Video. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt ein Video. Ich wollte gerade sagen, Alter. Machen wir die Leute hier platt. Wobei, du hast ja schon fast alle platt gemacht hier, ne? Ja, jetzt ja. Am dritten Anlauf. Na, schön. So, Leute, dann gucken wir die... ja, okay, wir gönnen den Matze den Moment und lassen ihn einen Moment alleine. Hier muss noch einer sein. Ja, da oben. Der Sniper ist noch da oben. Guck dir das an. So, und da packen wir natürlich unsere Drohne raus. Und, achso, schon mit Sprengladung. Nein, nicht. Setze Drohne ein. Hier ist er, das gibt's, der liegt da. So. Gebiet gesäubert. So. Guckt euch das an, Leute. Alles erledigt. Kann sie immer noch kaum fassen, ne? Aber der ist noch gesperrt. Schalten sie alle ein, indem sie... Alles klar. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal nach Inca Camina. Hab den Alarmlamm gelegt. Ich mach das, ich fliege. War Baum nicht die gesagt hat, nie überlassen im Leben? What the fuck? Ja, und dann schießt sie ihn ab, eiskalt. Aber ja. Die Erklärung liefert sie dann gleich noch selber. Okay, kommt jetzt. Hä? Jetzt übersehen? Bingo. Nein. Ach was, wie geil. Ah, jetzt können wir auch wieder unsere Leute. Gebeten. Na ja, klar.
habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Habe die Rebellen um Ablenkung gebeten. Hab indirektes Feuer angefordert. Warte. Gut, ich muss sagen, das Ende fand ich ziemlich hart scheiße. Ich hab's mir spektakulärer vorgestellt, auf jeden Fall. Definitiv, also mit mehr Bumm und Grabumm und. Ja, und auch mit so ein bisschen mehr Gegenwehr von Svenio oder so. Oder das, weißt du, du machst das ganze Spiel und du kannst ihn nicht selber platt machen, weißt du? Ja, ja, ja. Das war so ein bisschen schade drum, aber ja gut. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ich bin froh, dass wir es endlich hingerichtet haben, das Ganze durchzuspielen. zumindest was das den Story-Part angeht. Mhm. Und ein Rebell getötet. Wir können ja jetzt mal die Mission nochmal machen. Und das alternative Ende oder was? Ah, genau.